Peace up, what's up und geil, dass ihr euch auf dieses Video verirrt habt. Wow. Und zwar habe ich diese Woche mal versucht, ein bisschen zu vloggen. Muss aber ehrlich sein, ich habe es noch nicht rausgekriegt, wie ich es am besten mache. Und ich habe erst Mittwoch angefangen zu vloggen. Also es ist so ein halber Wochenvlog, weil ich habe mich erst Dienstag dazu entschieden, YouTube anzufangen wieder. Deswegen konnte ich Montag und Dienstag noch nicht vloggen. Obviously. Aber wir gucken jetzt mal in den Mittwoch rein. Mittwoch hat erstmal damit gestartet, dass ich Mensen gegangen bin. Lecker. Danach ging es für mich arbeiten, ne? Und dann ist auch eigentlich gar nicht mehr so viel passiert, außer dass abends dann ein queerer Kneipenabend war vom CSD aus. Der war super geil, aber da habe ich halt nichts gefilmt, weil Moment genießen und so, you know. Deswegen gibt es da nicht so viel Videocontent zu. Morgen. Sarah und ich machen auch schon gleich los in die Stadt, weil heute ist Markt der Möglichkeiten in Jena und wir betreuen den CSD-Standort. Das heißt, wir müssen ihn jetzt aufbauen, fahren und dann halt betreuen. Und ich will noch mal ganz kurz zu gestern sagen, es war so ein schöner Abend. Ich hoffe, wir machen das jetzt öfters wieder vom CSD, dass wir so Kneipenabende machen, weil es war so schön. Es waren so viele Leute da, man hat sich so gut unterhalten, es war ein richtig, richtig wholesome Evening, es war einfach nur geil. Aber yes, wir machen jetzt los in die Stadt. Wir sind zurück vom Markt der Möglichkeiten und ich will euch ganz kurz diese Goodies zeigen, because I have to. Zuerst diese vier süßen Postkarten. Spürst du den Sog? Freiwillig fetzt. Love it. Lust auf ein Käffchen und ein Nümmerchen? Bauen wir eine Welt, die Zukunft hat für lange Zigaretten. Oder natürlich ganz, ganz viele Sticker. Mein Favorite ist dieses Non-Binary is Beautiful. So cute mit dem kleinen Otter da drauf. Und haben wir noch einen cute, ne? Bestimmt, das hätte ich ja nicht mitgenommen, ne? Nehmen wir den hier, Woman Rights, Human Rights, Love It. Alle Sticker sind richtig geil, feministisch und alles. Ich lieb's. Die werden irgendwo hingestickert, probably auf meinen Laptop. Wie ihr jetzt schon gesehen habt, hatte ich am Mittwoch Markt der Möglichkeiten in Jena, wo Sarah und ich den CSD-Stand organisiert haben bzw. betreut haben. Und wir waren so fertig danach. Aber wirklich, wir lagen auf der Couch und waren so am Dying. Ich bin so müde. Wir haben nichts mehr gemacht den ganzen Tag. Das Einzige, was wir getan haben, ist Pizza bestellt. That's it. Weiß nicht, wir waren einfach platt an diesem Tag. Deswegen ist es wirklich nichts mehr passiert danach. Upsi. Maybe habe ich heute ein bisschen verschlafen und muss mich jetzt richtig beeilen, damit ich nicht zu spät auf Arbeit komme. Ich muss mir nämlich noch vorher in der Uni in der Cafeteria ein Brötchen holen, weil ich mal von 10 bis 15 Uhr arbeiten möchte. Als nächstes Frühstücke, das mache ich nicht mit. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Ich habe ein Brötchen bekommen und sogar eine gekühlte Mate. Oh mein Gott, den Kühlschrank war nämlich letztens auch so in der Uni. Deswegen waren alle Maten ungekühlt, aber heute war es wieder gekühlt. Also ich habe ein Brötchen und eine Mate. Jetzt kann es losgehen. Dann sind wir auch schon bei Freitag. Da ist so viel passiert in dem Sinne. Ich war früh arbeiten, ne? Und nach dem Arbeiten bin ich sofort nach Hause gehasselt. Und dann haben Sarah und ich die ganze Wohnung aufgeräumt. Deswegen habe ich nicht mitgefilmt, weil wir hatten Zeitstress, weil Sarahs Mama kam uns das Wochenende besuchen und deswegen musste die Wohnung natürlich blitzeblank sein. Abends kam dann die Mama von der Sarah schon an in Jena und dann waren wir einfach noch schick essen und hatten einen ganz entspannten Abend zu Hause. Es war... Samstag hat dann der Touri-Tag quasi begonnen. Wir sind nach Weimar gefahren, haben wir ultra viel gefühlt gemacht und irgendwie auch nichts. Auf jeden Fall waren wir in diesem Kaufhaus, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Atrium, whatever, in diesem riesen Shopping-Center in Weimar. Und dann habe ich da Hugendubel gefunden, ne? Hugendubel hat nämlich so eine Aktion gehabt, dass man jetzt zum Semesterstart eben so einen kostenlosen Beutel bekommt, wo halt so kleine Goodies drin sind. Und ich wollte ein Goodie da draus haben. Eins. Und das sind diese Socken, Leute. Ich brauchte sie so doll, weil... Let me show you. I like big books.
Wer mich kennt, weiß, ich liebe dicke Schinken. Ich liebe Bücher mit 1000 Seiten. Es ist einfach, I love it so much. Ich wollte diese Socken unbedingt haben, aber wir haben halt in Jena kein Hugendubel gehabt. Und ich war schon so, okay, ist okay, ich werde es einfach nie haben, diese Socken. Ist okay, ich kann auch ohne diese Socken leben. Und dann haben wir da in Weimar einfach diesen Hugendubel aus Sinn, also wirklich nicht mal beabsichtigt, gefunden. Ich war der glücklichste Mensch auf Erden. Dann sind wir noch ein bisschen durch Weimar geschlendert und haben diesen süßen Laden gefunden, der ultra viele präparierte Tiere verkauft. Aber so Insekten halt. Insekten, Eidechsen, Fische, Krebse, so viel. Ich kenne das eigentlich nur so mit Insekten, dass man das so schön dekorativ sich hinhängt. Aber wirklich auch so aufgefaltene Eidechsen einfach. Ich war so richtig interesting. War aber irgendwie richtig cute da drin. Also es war wirklich, man hat sich so richtig wie in so einem Hexenladen gefühlt. Es war geil, es war einfach geil. Dann waren wir auch noch in dem Bauhaus-Store in Weimar. Eigentlich wollten wir da nur reingehen, um halt so zu gucken, weil es alles einfach arschteuer da drin und so die ganze Deko und so. Ist halt Bauhaus, ne? Ist halt teuer. Aber die hatten eine kleine Bücherecke und ich habe auch ein Buch gefunden, ne? Die Frauen der Genies von Friedrich Weißensteiner. Es soll quasi darum gehen, dass von 6 Frauen, die mit krassen Genies wie Goethe, Mozart, Thomas Mann und so zusammen waren, in der Ehe waren, was sie von sich und ihrem Leben aufgegeben haben, damit ihr Ehemann oder Partner erfolgreich sein kann, war ich so, okay, love it, I want this, das klingt hell interesting. Und jetzt habe ich halt schon ein bisschen reingelesen, ich bin schon auf Seite 70 und es war bis jetzt, das erste Kapitel war Mozart und seine Frau und jetzt ist gerade Goethe. Und ich finde es ein bisschen sad, weil das erste Kapitel über Mozarts Frau war halt so, am Anfang hat er halt so disclaimermäßig gemacht, es gibt nicht viele Fakten zu Mozarts Frau, weil sie einfach nicht bekannt war und nichts aufgeschrieben wurde. Und dann ging es halt gefühlt nur um Mozart, das ganze Kapitel. Und ich bin so, das Buch soll doch gerade dafür da sein, dass es mal nicht um die Männer geht, sondern um die Frauen. Verstehe ich nicht. Und auch jetzt in dem Kapitel bei Goethe, das habe ich halt noch nicht zu Ende gelesen, das Kapitel, aber da geht es halt auch eher um Goethe, wie es ihm mit der Frau geht und weiß ich nicht. Finde ich, also ich hätte mir gehofft, dass mehr der Fokus auf wirklich den Frauen liegt und auch auf ihrer Geschichte. Und klar verstehe ich, wenn gesagt wird, hey, von den Frauen wurde einfach nicht viel mitgeschrieben, weil es ging halt in dem Zeitalter nur um Goethe und nicht um seine Frau. Aber wenn das Buch um die Frauen geht, dann möchte ich von den Frauen lesen und nicht von Goethe. Wenn ich eine Goethe-Biografie lesen will, hole ich mir eine Goethe-Biografie. Ich will jetzt aber gar nicht so schlechte Kritik sagen. Vielleicht ist es auch am Ende richtig gut, weil die nächsten Kapitel richtig, richtig geil werden. Und vielleicht, also ich ziehe mir auf jeden Fall einen Mehrwert raus, also ich lerne voll viel. Und ich hoffe einfach, dass die nächsten Kapitel besser werden und die Frauen mehr im Fokus stehen. Das wünsche ich mir. Und wenn ja, kann ich es nur empfehlen. Wenn nicht, bist du am Thema vorbei. Ne, nicht ganz getroffen, das Thema. Aber bis jetzt ist okay. Kann man lesen. Ach, Irma. Dann sind wir wieder zurück nach Jena gefahren. Da waren wir in einem süßen Café Mittag/Kaffee essen. Also wir hatten Kuchen und Kaffee. Also, aber es war unser Mittagessen. Lieben wir. Und danach waren wir noch im Botanischen Garten in Jena. Das war ultra, ultra schön. Und da habe ich sogar auch was gekauft. Also diese kleine Pflanze für 3,50 vom Botanischen Garten. Love it. Und wenn man es genau nimmt, sind es sogar 2 Pflanzen. Weil man sieht, die sieht anders aus als die. Es ist, glaube ich, die gleiche Sorte. Das ist Zwergpfeffer, steht da dran. Aber es sind halt 2 verschiedene. Deswegen doppelt gemoppelt. Nicht doppelt gemoppelt. Doppelt Sinn. Nee, hä? Ich habe doppelt abgestaubt, Leute. Das war ein Schnäppchen, das sag ich euch. Das war's dann Samstag mit Aktivitäten. Wir sind dann einfach in die Wohnung gefahren. Wir waren sehr platt vom ganzen Rumlaufen. Haben uns dann einfach Spaghetti gemacht zum Abendbrot und eine Runde, 2 Runden, ne? Mario Party gespielt. Was willst du machen? War ein schöner Tag, war ein schöner Abend. Lieben wir.
Sonntag hat damit angefangen, dass wir wandern waren. Ihr müsst wissen, Jena hat sehr, 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 sehr viele Berge. Und Sarah und ich waren noch auf keinem Berg davon. Das ist eigentlich so ein bisschen peinlich, weil wir jetzt seit 3 Jahren in Jena leben und noch nie auf irgendeinem Berg waren. Aber das haben wir jetzt abgehakt. Wir waren auf einem Berg in Jena. We did it. Wir sind jetzt richtige Jena-BewohnerInnen. Danach waren wir dann auch einfach nur noch schick essen. War super, 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 super lecker. Einfach vegane Ente und veganes Hähnchen. Das war so geil. Mehr ist Sonntag auch gar nicht passiert. Wir haben dann einfach noch Sarahs Mama zum Bahnhof gebracht, Tschüssi gesagt. Und dann waren Sarah und ich auch einfach nur platt vom ganzen Wochenende und haben den restlichen Abend gechillt. Und ich hoffe ganz, 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 ganz doll, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr das ein bisschen interessant und cool fandet. Wenn nicht, I'm sorry. Schaltet beim nächsten Vlog wieder ein, der wird bestimmt besser. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Peace up, thumbs up. Nicht vergessen, Leute. Gebt ein Like, gebt ein Follow. Das ist wichtig.